Okay, da haben wir direkt daneben noch ein Fragezeichen. Wow. Ich komme gar nicht zum Auto fahren mehr. Ich komme nicht durch die Mauer. Wow. Natürlich. Okay. Dann halt die andere Variante. Da ist was. Ein Rebell. Mittendrin ein Rebellenschein? Einfach so im Wald? Ruhe in Frieden. Genau. 13 von 18. So, dann. Oh, hier ist er auch direkt Rennen fahren und. Ich. Nee. 4 Meter. Naja, auf geht's. Da haben wir auch gleichzeitig dann ein Fragezeichen. Entweder ein Schrein oder ein Nirevello-Band. Na, was geht? Überfährt dich einfach! Dumme Kuh! Ein Schrein. Nee. Doch ein Nirevello-Band. Tag. Landrennen, das ist mir scheißegal, was der ja gerade labert. Muss ich mit dem Motorrad fahren? Der armselige Kretin wedelt mit dem Schwanz und stürzt sich auf die Krümel, die vom Tisch wichtiger Männer fallen. Sobald sie ihm treten, werde ich sein verletztes Ego streicheln und ihn daran erinnern, dass er mir einen Gefallen schuldet. Okay, ist jetzt mir scheißegal, was der da gelabert hat. Aber 1,35 für 5 Sterne. Zwei Leute haben es geschafft. Autofahren kann ich gut. Motorradfahren jetzt, keine Ahnung. Sehe ich jetzt. Naja, gucken wir mal. Was da jetzt so kommt. Und wie wir es schaffen. Präzises Ziel mit R3. Hey! Wieso fällt mein Motorrad um? Was ist das denn? Fahrradring mit Schwung rein. So. Und los geht's! 23 Stück. Egal, wir haben Nitro. Zwar schon ein bisschen gescheatet, aber egal. Dann geht das sowieso relativ früh. Wow! Alter, ohne Nitro ist das Rennen doch sicher voll lahmarschig, mehr gestört. Schön, dass er seine Geschwindigkeit wieder verliert. Schön, dass es einfach nur geradeaus geht, ne? Das finde ich echt einfach. Wenn er einfach nur geradeaus geht. Beschleunigung. Was mit dem Motorrad da? Ja, super. Nein! Scheiße! Komm! Scheiße, ich muss zurückfahren. Ja, ich mach direkt Neustart. Komm ich auf die scheiß Straße da nicht lang. Ich könnte mir auch, glaube ich, ein Auto mopsen, oder? Das Problem ist nur, dass die nicht... Warte, ich probiere mal. Vielleicht kann ich mein eigenes Auto rebellenmäßig porten. Wenn nicht, dann habe ich mir einfach ein schnelles Auto. Wenn es da ist. Ich guck mal. Nein, Rebellenabwurf geht nicht. Das steht als Insta. So, ein schnelles Auto hätte ich gerne, bitte. Dann nicht. Okay, muss ich mit dem scheiß Motorrad fahren. Das soll viel zu weit fliegen. Da ist ein Auto. Aber ein scheiß Auto. Naja, egal. Los geht's! Zweiter Versuch. Wieso so ein scheiß Motorrad? Ich hätte mir ein Motorrad vorher zurechtlegen sollen. Okay, kann ich ja nicht wissen, dass hier irgendwann ein Motorrad hinkommt. So. Das war ich gerade eben auch und das Motorrad ist immer noch lahmarschig. Nein! Boah, das war knapp. Hoi, hoi, hoi. Okay, bremsen, bremsen, bremsen und rum. Ja, besser funktioniert das gerade eben. Ey, mit Motorrad hier drüber, ist das denn viel Bullshit?
Wow! Ja, mit Gas. Ich brauche ein richtiges Waldmoped. Ne, das ist ja eine Muttersäge. Okay. Ei, 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 komm, die Kurve. Auto! Komm. Sind fast da. Liegen. Was, ich soll denn springen noch? Ihr seid doch voll Banane. Das überlebe ich nicht. Ja, Motor hat wieder noch weiter weg. Ja, genau. Ey, willst du mich verarschen? Tschüss, ich flieg per Hand durch. Nein! Och nee, mein Motorrad liegt sonst wo und ich muss mit dem Motorrad da durchfliegen. Durchfahren. Dann halt nochmal. Was ist das denn für ein Scheiß? Was will ich denn dafür, dass mein Motorrad so weit wegfliegt? Ich will das direkt wieder haben. Nur direkt neben mir parken. Oder ich kann nicht ab. Oder man, dass man vielleicht gar nicht erst absteigt dadurch. Also nochmal, nicht noch. Ja, Motorrad, du magst mich jetzt schon nicht, ne? Sehe ich jetzt an dir an. Und los geht's. Dritter Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Wenn ich jetzt nicht schaffe, hat das Ding Pech gehabt. Okay. So weit war ich gerade eben auch. Mit genau der gleichen Zeit. Okay, Heimmauer. Ich war falsch anders. Das Motorrad ist langsamer. Vielleicht ist das besser für Gelände gemacht jetzt. So. Aber durch, dass ich das Motorrad behalten muss. Nein, nein, nein. Oh, nein. Komm schon. Um die Karre. Dadurch. Jetzt geradeaus. Komm. Jawohl. Geschafft. Besser als gerade eben. Ja, das ist ein Fragezeichen. Ich weiß, aber das ist mir jetzt... Oh, komm, ey. Vollgas. Ich will durch, ich will durch. Ich hab's geschafft. Und wo fahre ich denn wieder hin? Ja, schöne Schufe. Alter, das wird doch nix. Ich bin kein Motorradfahrer mehr, ich grad. Wo es gerade eben ja auch gut funktioniert hat, bis zu dem Sprung. Schräglage, gerade ziehen. Warte, ist jetzt los? Komm. Was soll das? Was soll das denn jetzt? Was soll die Verarschung denn jetzt, ey? Da will ich mich direkt wieder zum meinem Motorrad hin teleportieren und dann sowas. 3 Sterne, komm. Was war das denn für ein Scheiß, ey? Fliege ich erstmal vom Bike wieder und dann, das gleiche nochmal. Nein, ich mach's nicht nochmal. Tschüss, Motorrad. Ich mochte dich wieso nicht. Ah, hier ist aber was. Was ist da? Hä? Das Gebiet habe ich noch nie befreit. Wenn ich näher komme, dann freue ich mich. Bin weiter weg. Ich habe einen Fallschirm. Ja, habe ich. Nein, ja, falsch. Nein. Komm jetzt näher. Ich komme näher, ich komme näher. Jawohl, habe es. Schon was gefunden, was eigentlich... Hate hier. Ein Rebellenschrein. Wahnsinn. Ja, und macht ihn trotzdem nicht wieder lebendig. Boah, wie bin ich weit gefahren? Dann nächste. Ah, hier. Mach ich mal. Schnellreise. Muss jetzt sein. Sonst soll ich da die Ewigkeiten, bis ich da wieder hin bin. Und dann mal schauen. Was so kommt. Wie so kommt. Ah ja, das ist hell. So,
Da ist was. Da. Auf geht's. Mir scheißegal, ob da was ist. Ja, vor der Garage. Gefunden. Ein klassisches Teil. Das müsst ihr alles bald fertig haben, oder? 11. Das nehme ich. Okay. So, haben wir noch ein paar Fragezeichen hier? Bisher nicht, aber wo ist das Rennen? Ah, da ist ein Fragezeichen. Kabum, habe ich schon gemacht, Kabum. Ja, mit einem Stern. Ne, mit gar keinem Stern. Okay. Nochmal eine Schnellreise. Ich weiß, ich mache jetzt gerade viel Schnellreisen, aber ich will das ja auch sauber machen. Und soll ja auch nicht zu lang werden. Hm. Das muss man ausprobieren, ob das mit dem Heli echt geht. Ey, Auto, warte! Warte! Achso, nee, ich bin ja... Ich krieg jetzt mein Auto. Ich dachte, ich muss jetzt los machen mit dem Auto. So, Pico! Sprint, Landrennen mit Auto. Auto oder Roller? Dann nehme ich Auto. Das Ding mit dem Roller, hier. Da habe ich sowieso keine Chance. Mal schauen, was jetzt kommt. Ob es wieder so eine weite Strecke ist, aber nur eine kurze Strecke. Ich habe, wie gesagt, habe ich nicht auf die Zeit geguckt gerade. 27, okay. Los geht's. Oh, ich spring direkt. Okay, hier geht's her. Ah, Autofahren ist mir doch am liebsten, ey. Geiler Sound vom Auto. Hab ich den schon? Vollgas! Ist zwar nicht der schnellste Wagen, aber... Iaiau! Vollgas! Nein! Wow, Vorsicht! Ah. Jetzt! Vorsicht, da geht's ab! Ah, was mache ich hier? Ich kann nicht mehr fahren! Ah, neue Stadt. Wow, Vorsicht. Harakiri-Aktion. Wow. Na da, okay. Rum die Karre. Okay, noch drei Stück. Weg da. Oh, wollt ihr mich jetzt verfolgen oder was? Vollgas. 1,18. Vier Sterne. Echt jetzt? So vier Sterne? Ich bin gut gefahren. 1,15. Was? 58? Das hast du wie ein Auto gehabt. Probieren wir nochmal. Das war alles nur an der Frau, die am Schluss im Weg war. Ich hab mich einfach so aus dem Weg gewallert. Nicht ich sie, sondern sie mich. Das ist traurig, deswegen. Was? Oh, ein gelber Wagen. Okay, der Start war auch ein bisschen kacke. Ich bin direkt gesprungen, anstatt direkt Turbo zu geben. Ja, jetzt läuft es besser. Ein paar Meter gefahren, läuft schon viel besser. Komm, Auto! Mann! Läuft ja so viel besser. Was läuft mit euch? Was habt ihr gegen mich? Ich will mir doch nur ein paar Mods erschießen. Scheiße, halt mal auf dem Gas jetzt. Wow, okay, ich bleib nicht auf dem Gas. Okay. Nochmal. Letzter Versuch. Alle guten Dinge sind immer drei.